Das Wunder von Bethlehem. Mehr als 2000 Jahre ist es her. Seit Jahrhunderten wartete das Volk Israel auf den Erlöser. Über das judäische Land herrschte König Herodes. Er wohnte in einem prächtigen Palast. Wen er für seinen Feind hielt, den bestrafte er grausam. Auch viele unschuldige Menschen waren dabei. Das Land Judäa war allerdings von den Römern erobert worden. Und so musste Herodes Kaiser Augustus gehorchen. In dieser Zeit geschah Wunderbares im judäischen Land. Der Engel Gabriel erschien in der Stadt Nazareth der Jungfrau Maria, die mit dem Zimmermann Josef verlobt war. Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst einen Sohn bekommen, Gottes Sohn, und er soll den Namen Jesus bekommen. Maria antwortete, was du gesagt hast, geschehe. So erwartete Maria das Jesuskind, das die Welt vom Bösen erretten sollte. Eines Tages befahl Kaiser Augustus, dass alle Menschen in ihren Heimatort kommen sollten, um sich zählen zu lassen. Da Josef in Bethlehem geboren worden war, musste er mit Maria den beschwerlichen Weg dorthin auf sich nehmen. Für Maria war dies besonders anstrengend, da sie dem Jesuskind bald das Leben schenken sollte. Als sie endlich nach Bethlehem kam, waren alle Herbergen belegt. Verzweifelt suchten sie nach einer Unterkunft, bis sie schließlich einen warmen Stall außerhalb der Stadt fanden. Dort brachte Maria das Jesuskind zur Welt, wickelte es in Windeln und legte es in eine Futterkrippe. Ein Stern erstrahlte über dem Stall, heller als alle Sterne vor ihm. Zur selben Zeit bewachten Hirten in der Nähe ihre Schafherden. Da erschien ihnen ein Engel und sagte, fürchtet euch nicht, heute wurde in Bethlehem der Erlöser geboren. Ihr werdet ihn in einer Krippe im Stall finden. Die Hirten folgten daraufhin dem Glanz des hellen Sterns. Sie fanden Maria, Josef und das Jesuskind im Stall. Da knieten sie nieder und beteten zu ihm. Am nächsten Morgen erzählten sie allen Freunden und Bekannten von ihrem Erlebnis. Im Morgenland sahen drei weise Männer in derselben Nacht den besonders hellen Stern am Himmel. Sie wussten, dass der Königsstern die Geburt des Erlösers verkündete. Deshalb machten sie sich auf den Weg zu König Herodes, bei dem sie das Königskind vermuteten. Herodes jedoch erschrak. Er wusste nichts von einem Königskind. König war er allein. Er sagte, wenn ihr das Kind gefunden habt, lasst es mich wissen. Die Weisen verließen Jerusalem und folgten dem Stern. Über dem Stall stand er still. Dort fanden sie das Jesuskind. Sie fielen vor ihm auf die Knie und schenkten ihm Weihrauch, Myrrhe und Gold. Sie kehrten nie zu König Herodes zurück.